Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des LS17 im Fendt-Projekt. Ja. Man sollte halt schon der R1-Taste loslassen zum Aussteigen. Wir waren stehen geblieben beim Vorgewende. Hier fahre ich glaube lieber zwei Vorgewände, dass ich wirklich schön auf dem Feld drehen kann. So. Die erste Bahn hätten wir jetzt gleich fertig. Aber schauen wir mal, ob wir noch das komplette Vorgewende reinbekommen in den Drescher, bevor er voll ist. Ja, was ist ins Radio eingeschaltet? Oh, das wird eng. Thank you.
Na, das reicht. Das reicht dicke. Okay, so dicke nun auch wieder nicht. So. Na, bist du leer? Jetzt ist er leer, sehr schön. Wir waren hier stehen geblieben beim Stroh einsammeln. So. Sehr schön, sehr schön. Gleich ist er voll. Und dann bekommen wir wieder ein bisschen mehr Geld. Aber ich glaube, ich werde dann auch in den größeren Drescher investieren. Aber jetzt noch nicht, da werde ich mir erst noch mal ein Feld dazu holen. Mir schwebt vor, Feld 19 zu kaufen. Hier, Feld 19. Kann ich mal kurz zeigen. Da habe ich schon bald die Mission voll. Die werde ich dann nach dem Ansehen und gedüngt wieder in der Timelab dann machen. So wie am Anfang von der letzten Folge.
Also in so Timelapse würde ich immer so die Mission, wo ich mache, abspielen. Weil wenn ich die auch wirklich live, also was heißt live, zu 100% zeigen würde, dann würde dieses Let's Play ja ewig dauern. Aber 53.000 wieder auf der Habenseite, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte mal wieder abtanken, den Drescher. Er hat zwar noch nicht 80% erreicht. So, fahren wir das ins Lager. Na, diesen Kipper könnte ich ja nicht mehr verkaufen, den nutze ich gar nicht mehr. So.
So, jetzt haben wir das Vorgewände aufgenommen. So, der Ladewagen ist jetzt voll. Gehen wir ihn abtanken. Aber gut, meine lieben Freunde. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.